Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Bio-Spitzenkoch Simon Tress. Er hat im letzten Jahr das weltweit erste Demeter- und Bioland-Fine-Dining-Restaurant eröffnet, das 1950. Alle Zutaten kommen aus einem Umkreis von 25 Kilometern, also konsequent regional und vollkommen auf den ursprünglichen Geschmack konzentriert. Aber auch das Fleisch hat hier eine ganz besondere Rolle. Es wird nämlich nur als Beilage angeboten und muss als extra geordert werden. Das Ganze ist aber keine Marketingidee, sondern reine Überzeugung. Schon der Großvater von Simon Tress hat 1950 angefangen mit biodynamischer Landwirtschaft. Und so bezeichnet sich Simon Tress heute auch als Bio-Spitzenkoch aus Leidenschaft, ist aber vor allen Dingen eins, er ist ein wichtiger Botschafter dieser Bewegung. Und egal ob als TV-Koch beim SWR, als Buchautor oder als Küchenchef im Familienbetrieb, er ist ein Trendsetter und er ist ein Überzeugungstäter. Und das werdet ihr gleich mitbekommen. Seine Aussagen wie regional ist für mich die größte Lüge, die es gibt und nicht wir machen den Teller, sondern die Natur, die lassen aufhorchen und was er damit meint, das klärt er in diesem Podcast auf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Simon Tress. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen. Die Cucinaria hat 6000 Artikel im Angebot, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe. Hier gibt es Küchengeräte, Küchenmaschinen, Kaffee-Siebträgermaschinen, also eigentlich alles, was man in der Küche gebrauchen kann, benötigt und worauf der Hobbykoch so richtig viel Lust hat. Schaut mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg Hohe Luft oder natürlich unter cucinaria.de. Und wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an, schickt eine Mail. Euch wird hier auf jeden Fall geholfen und ihr bekommt beste Beratung und besten Service. So, und jetzt geht's los mit Simon Tress, dem Bio-Spitzenkoch aus Leidenschaft, präsentiert von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Simon Tress, Deutschlands bekanntester Biokoch. Kann man doch so sagen, oder Simon? Ja, hallo lieber Boris, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und ja, das kann man dir mal so sagen, ja. Und Bio-Spitzenkoch aus Leidenschaft, ne? Das steht ja so bei dir so drunter. Und das ist ja nicht nur Leidenschaft, sondern das ist ja vor allen Dingen auch bei dir in der Familie Tradition. Ja, in der Tat. Also mein Großvater, Johannes Tress Senior, hat 1950 schon mit dem biodynamischen Anbau, also mit Demeter, angefangen. Das heißt, mein Großvater war damals da vorne in Kriegsgefangenschaft im Elsass und hat sich damals mit dem Anthroposophen Rudolf Steiner befasst, der die biodynamische, also Demeter-Landwirtschaft oder auch empfohlen hat. Oder halt, der Rudolf Steiner war ja Anthroposophe und hat den Vorschlag gebracht für diese biodynamische Denkweise. Und mein Großvater hat damals gesagt, weil nach dem Krieg war ja alles zerbombt, wir machen es eigentlich wie der Steiner, Bio und Demeter nach seinen Richtlinien. Und da haben sich so 5, 6 Bauern auf der Alp so zusammengeschlossen und haben damals schon, wie gesagt, vor 71 Jahren den Grundstein bei uns gelegt für biodynamische oder für Bioprodukte. Ja, ich meine, du sagst, das waren zwar 5 Bauern, aber die waren ja doch ziemlich allein auf weiter Flur, nicht? Wurden die nicht damals schon belächelt? Ja, also es gab in Deutschland schon viele so kleine Verbünde, aber natürlich wurden die Bauern auf der Alp belächelt, weil natürlich war das Thema so, es war alles zerbombt, es war natürlich wenig Ertrag da und dann wurden natürlich auch viele Bauern etwas, ich sag mal auch finanziell manipuliert. Das heißt, wir müssen die Pestizide austragen, wir müssen sagen wir mal gerade BASF und Co. natürlich auch die Mittel austragen und mein Großvater damals gesagt, nee, das machen wir nicht so. Also du kannst ja vorstellen, im Dorf, wenn 90% Bauern nicht bio sind und 10% sind bio, ja, war ein bisschen natürlich eine andere Zeit. Ja, da clashen die Kulturen aufeinander, kann man sagen. Ne? Heute ist es ja zum Glück anders und man kann sagen, ja, 71 Jahre später hast du dann das erste Demeter- und Bioland-Fine-Dining-Restaurant eröffnet mit dem 1950, quasi als Reminiszenz an den Großvater, ne?
Ja, in der Tat. Also da fließen eigentlich alle Gedanken zusammen der letzten Jahre. Also man muss dazu sagen, dass 1950 ist eigentlich nur eine Weiterführung unserer grundsätzlichen Gedanken der anderen Gastronomiebetriebe. Im 1950, wie du schon sagst, ist weltweit das erste Restaurant auf diese Art. Wir sind auch deutschlandweit das erste Restaurant, die auch das Fleisch zur Beilage gemacht haben. Das heißt, im 1950 kochen wir 5 Gänge rein vegetarisch und der Gast kann sich das Fleisch dazu buchen, wie er möchte. Das bedeutet, du bezahlst auch extra für das Fleisch, ja, und hast dementsprechend die Beilage dazu. So haben wir das Spiel eigentlich umgedreht, weil wir gesagt haben, wir haben unseren Radius im 1950 auf 25 Kilometer gezogen. Das heißt, alle Zutaten sind im Umkreis von 25 Kilometer, außer Salz. Das ist das einzige Zutat, die nicht aus 25 Kilometer kommt. Und das komplett in den beiden wichtigsten Anbauverbänden, Demeter und Bioland. Aber 25 Kilometer, das ist schon eine sehr strikte Vorgabe, nicht? Aber ist das manchmal schwer, sich daran zu halten? Muss man sich da verbiegen? Oder sagst du, wir haben hier eine so gute Infrastruktur um uns herum an sehr, sehr guten Produzenten, sodass das realisierbar ist immer? Also lieber Boris, es ist absolut realisierbar. Also es ist wirklich das Thema so, ich vergleiche es immer mit dem Thema, wenn ich jetzt vor meinen Augen 4 Regale habe, auf die ich zugreifen kann, dann neige ich auch gerne als Koch dazu, den einfachen Weg zu gehen und die Vielfalt zu nutzen. Die Vielfalt an Zutaten in den Regalen. Wenn ich aber nur ein Regal grundsätzlich zur Verfügung habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich aus dem einen Regal das Maximale rausholen. Das heißt, ich muss natürlich noch mehr mich in die Materie reinversetzen. Ich muss natürlich noch mehr dieses Produkt nehmen, ich muss das Produkt streicheln und muss schauen, wie kriege ich aus dem Produkt noch mehr raus? Wie kriege ich aus einer Karotte oder wie kriege ich aus einer Milch? Will ich noch mehr Texturen, Ableitungen und auch Konsistenzen raus? Und das macht es gerade so spannend. Also wir haben in dem Bereich drin wirklich keinen Abbruch gegenüber anderen Restaurants. Wir haben einen ganz anderen Geschmack, wo die Gäste dann zu uns kommen und sagen, wow, den Geschmack kenne ich irgendwo her. Und der Geschmack ist manchmal in der Kindheit verwurzelt gewesen, weil wir halt dann nicht Kombination mit Ingwer, Curry oder Co. zum Kürbis zum Beispiel machen können, sondern wir müssen wirklich pur und ganz klar bleiben. Und weil du gerade angesprochen hast mit den 25 Kilometern, was interessanterweise ist, was die wenigsten wissen, ist aber, dass ich und mein Freund Georg Schweißfurt, wir haben 2016 schon ein Buch rausgebracht, das Buch Lokal. Da haben wir schon 2015, 2016 in 11 Monaten sind wir Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist und haben damals schon mit Bioprodukten im Umkreis von 15 Kilometer Radius gekocht. Wow. Das heißt, wir haben schon vor 6 Jahren, 50 Jahren haben wir schon das gleiche Projekt mit 15 Kilometer gemacht und mit dem Sacksalz. Das kann man sich jetzt auf YouTube angucken. Wenn man auf YouTube eingibt, lokal das Kochexperiment, sieht man unsere 11 Reisen, da wir gezeigt haben, dass es funktioniert. Da wart ihr echt früh dabei, nicht? Also ich weiß, du magst es nicht, wenn man dich Pionier nennt in dieser Sache, aber musst du dir leider anheften lassen, den Pionierorden. Da kommst du nicht dran vorbei. Aber ich finde das spannend. Und darüber hinaus, wir kommen natürlich gleich nochmal auf die Geschichte dazwischen, was zwischen 1950 und 2021 so alles passiert ist, weil ihr seid ja auch ein richtiger Familienbetrieb. Du sagtest das eben, das ergründen wir gleich nochmal alles. Aber bevor ich es vergesse, ihr habt ja auch ein CO2-Menü. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ganz interessant, Boris, auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist was in unserem Blut grundsätzlich. Opa vor 71 Jahren und ich habe am 25. August 2011 habe ich mir diese Wortmarke CO2-Menü schützen lassen. Das heißt, Patent ist eingetragen auf diese Wortmarke CO2-Menü. Ich bin 2011 zu meinem Bruder Dominik ins Büro gegangen, habe gesagt, du Dominik, lass uns mal die Wortmarke CO2-Menü schützen. Es gibt sogar noch auf YouTube ein Video vom SWR 2013, wo wir das CO2-Menü schon mal erklären. Wir hatten es schon mal auf der Speisekarte, weil damals war schon mein Grundgedanke, dass wie bei einer Fußballmannschaft, lieber Boris, ist es ja auch so, dass ein Stürmer alleine kein Spiel gewinnt. Das heißt, im Endeffekt, es geht nur um die Mannschaft. Und wir dürfen nicht immer denken, dass jetzt zum Beispiel ein besonderes Lamm oder ein besonderes Rind aus der Region der Star ist, sondern der Star sind wirklich die Zutaten, die dazugehören. Und damals haben wir schon ein Menü aufgebaut, wo wir alle Zutaten transparent gemacht haben, um auch zu zeigen, nur ein Rind allein funktioniert nicht. Ein Rind braucht auch, oder ein Rinderfilet, das braucht auch Butter, das braucht auch Gewürze, das braucht alles. Und dem müssen wir auch Respekt schenken, wie bei einer Mannschaft auch. Es geht nur im Team. Und wir wollen allen unseren Zutaten den maximalen Respekt schenken.
auch wirklich die Zutaten, die vielleicht nicht die Nennung nicht bekommen, weil sie vielleicht einfach zu einfach oder zu selbstverständlich sind, die wollten wir haben. Und das war mein Grundgedanke damals. Ich habe damals gesagt, ich möchte ein Menü aufbauen, wo wir allen was zeigen. Das ist der Ansatz von dem CO2-Menü. Und jetzt ist es soweit, dass wir bei unserem Menü komplett auch die CO2-Emissionen rechnen. Und deshalb kochen wir 5 Gänge vegetarisch. Das Fleisch hat einen höheren CO2-Ausstoß. Und der Gast kann dann vor Ort wirklich entscheiden, brauche ich das Fleisch oder brauche ich nicht das Fleisch? Teile ich das Fleisch mit meiner Frau zusammen? Und es kostet auch extra. Das heißt, du bezahlst ihn 19,50 Euro, das ist ein 89 Euro 5 Gang vegetarisch, auch nochmal 19,90 Euro für ein pures Fleisch zum Hauptgang. Und somit schenken wir dem Fleisch zum Beispiel den maximalen Respekt und der Gast weiß, okay, es ist was Besonderes, es ist eine höhere Produktion, es stoßt mehr Emotionen aus, also muss ich damit es auch mir auch Respekt schenken. Erstmal finde ich das total spannend, dass ihr das damals schon gemacht habt, dass ihr damals schon auf die Idee gekommen seid. Da haben euch wahrscheinlich viele für, naja, etwas spinnert gehalten, nicht? Die CO2-Menü, naja. Aber heute ist es natürlich umso wichtiger und umso mehr natürlich auch in aller Munde. Aber weißt du, was ich so glaube, was ja die Kunst auch ist, dass man das Ganze ja auch so vermittelt, dass es eben spielerisch ist und dass der Gast das dann natürlich auch aufnimmt, ohne dass man das mit erhobenem Zeigefinger macht. Das wollt ihr ja gar nicht, nicht? Überhaupt nicht, genau, Boris. Es ist schön, dass du so ansprichst. Das Thema ist ja so, wir sind 71 Jahre schon im Boot. Das bedeutet, weißt du, wir sind jetzt keine Hipsters oder keine Startups oder also nicht zu verteufeln, nicht falsch verstehen. Aber weißt du, wir machen das schon aus, wie soll ich sagen, es ist schon bei uns im Blut. Ich sage immer, das ist schon mit der Muttermilch großgezogen worden, diese Gedanken. Die sind auch ganz wichtig. In der DNA sozusagen verankert bei euch, ne? Ja, in der Tat. Also weißt du, wenn du 71 Jahre den biodynamischen Gedanken verfolgst, dann kennst du halt nur das. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf den Zug aufgesprungen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie meine Kindheit in der Schule war. Der Sohn vom Biobauer, der Grünkornfresser, die Birkenstocks. Wir hatten natürlich in der Zeit, wo Bio, wie man so schön sagt, en vogue war, waren wir da war Bio noch nicht so populär, aber wir waren trotzdem da. Wir haben auch diese harte Zeiten durchgemacht, wo halt in unserem Gasthof drinne nicht die Leute waren. Du musst dir vorstellen, mein Vater hat 11 Jahre vor dem Nichtrauchergesetz, vor dem offiziellen Nichtrauchergesetz, hat er Mitte Dezember, das vergesse ich nie mehr, ein Schild rausgehängt. Liebe Gäste, ab dem 1. Januar wird hier drinnen nicht mehr geraucht. Punkt. Wir haben viele Gäste verloren, aber mein Papa hat immer gesagt, er kann es einfach nicht mehr brauchen, dass zu unserem guten und gesunden Essen jeder eine Kippe anmacht. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Aber früher war es ja wirklich so, die Kinder haben vielleicht noch gegessen und die Mutti und der Papi hat schon mal die Kippe angezündet. Es war ja früher auf jedem Tisch, ja früher ein Aschenbecher. Das war einfach, ja, das war irgendwie, haben wir das schon immer so ein bisschen getrieben gehabt und haben da das nicht rebellisch gemacht, aber wir haben irgendwie das im Herz und im Kopf, haben wir diese DNA oder diese Gedanken einfach schon immer getragen und ja, und einfach auch gelebt. Das überträgt sich dann natürlich auch auf alle. Ne? Das überträgt sich dann auch auf die nächste Generation. Aber was ich gerade mir so denke, wenn man wissen will, was in Zukunft so in den nächsten 10 Jahren en vogue ist, muss man eigentlich nur bei euch vorbeikommen. Da wird man es wahrscheinlich sehen, oder? Irgendwo kriegt man dann schon den nächsten Trend mit. Gibt es denn so Trendscouts, die zu euch kommen und sagen, was machen die Trends denn eigentlich da? Was kommt denn als nächstes? Wird wahrscheinlich fast so sein schon, ne? Ja, immer mehr natürlich. Also das Schöne ist ja, wir durch das 1950 haben wir ja letztes Jahr, wir haben ja im August aufgemacht, hatte ich einen sehr schönen und positiven Medienhype bekommen, auch natürlich auch von den Restaurantkritikern und von allen. Wir haben ja bis jetzt so ein bisschen immer schön unter dem Radar gearbeitet. Ich sage immer, wir waren immer wie so ein kleines gallisches Dorf und haben einfach unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn wir Brüder, wir sind sehr religiöse Menschen, also wir haben sehr hohes Gottvertrauen und sind auch sehr dankbar, dass wir es machen dürfen. Also wir sind wirklich keine überheblichen Typen, sondern wir sind dankbar unserem Großvater, unserem Vater, dass sie damals gesät haben. Unser Vater ist leider vor 13 Jahren verstorben, aber wir dürfen jetzt ernten. Wir dürfen ihre Saat dürfen wir jetzt ernten. Aber wir haben auch die Mission und die Aufgabe natürlich, die nächste Saat zu säen für die nächste Generation. Und da haben wir wirklich ein sehr hohes Gottvertrauen und wissen, dass es genau der richtige Weg ist. Und das ist auch nicht rebellisch, sondern deshalb habe ich auch gemeint, es kommen natürlich jetzt viele Menschen, die sich für das interessieren. Das freut uns auch. Und
wie ich schon vorher gesagt habe, mit CO2-Menü, mit dem ersten Restaurant, mit Fleisch als Beilage, haben wir natürlich schon, oder mit dem Demeter Bier, natürlich schon Akzent jetzt gesetzt. Aber das war irgendwie so selbstverständlich für uns, weil es einfach auch die Fortführung war der Gedanken, was normal ist. Für viele außen ist es jetzt so ein Highlight, aber es ist ja auch logisch, dass jemand, der das seit 71 Jahren macht, sich nur mehr Gedanken in diesem Bereich macht. Ja, klar. Ich glaube, man wird das auch spüren, wenn man bei euch ist, dass das nicht am Reißbrett entstanden ist, sondern dass es wirklich auf einem ganz, ganz festen, soliden Fundament steht und dass es eben auch aus Überzeugung heraus gemacht wird und nicht, weil es irgendwie gerade mal en vogue ist. Aber sag mal, war es denn, wo wir gerade von Tradition und Nachfolge sprechen, war das denn für dich immer klar, dass du in diesen, in der Gastronomie bleibst, beziehungsweise da in die Fußstapfen trittst? Doch, das war eigentlich schon immer klar. Also ich war schon als kleiner Kerl, wo meine Oma und meine Mama zusammen am Herd waren, war ich gerne in der Küche. Ich hatte mal ein Praktikum als Bäcker gemacht, als Konditor mal ein Schulpraktikum gemacht, aber ich wusste, dass ich Koch werde. Mein großer Bruder Daniel ist ja auch gelernter Koch. Er hat dann noch die Hotelfachschule gemacht in Heidelberg und hat sich jetzt oder kümmert sich in der jetzigen Zeit um das Thema Events und Catering und natürlich auch unsere Ausflugsgassen mit die Wimsner Höhle. Mein Bruder Dominik und der Christian, also die zwei Jüngeren, die sind dann nicht mehr an den Herd gegangen, sondern nur wir zwei älteren Brüder, also Daniel und ich, sind in der Küche hängen geblieben sozusagen. Da war ja auch nicht mehr so viel Platz dann, ne? Nee, richtig, genau. Und du weißt ja, zu viele Köche verdorben auch den Brei, heißt es ja immer so schön. Ja. Und deshalb haben mein Bruder Dominik, der kümmert sich um unsere Convenience-Linie, die ja frische Suppen in veganen Zutaten herstellt, mit der Marke Dressbrüder. Und mein Bruder Christian ist Steuerberater und kümmert sich komplett um die ganze Buchhaltung, Controlling. Und auch hier ist auch der Fall, was man zusagen muss, es hört sich jetzt alles perfekt an. Wir haben einen Controller, wir haben einen Steuerberater, wir haben zwei Köche. Es ist eine Wunschvorstellung von allen Eltern, dass auch die Finanzen abgedeckt sind, aber es wurde keiner dazu gezwungen. Das heißt, jeder von uns hat wirklich auch wieder Fügung Gottes vielleicht dementsprechend seinen Platz gefunden und das macht uns vier Brüder mit unserer Mutti zusammen natürlich auch brutal stark. Ja, und das hält natürlich auch zusammen, aber sag mal, gibt es da nicht auch mal ein bisschen Stress in der Familie? Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Oder seid ihr wirklich einer Meinung? Ihr findet wahrscheinlich immer Konsens, nicht? Einer Meinung kann man nie immer sein, aber am Ende findet man eine Lösung. Ja, also man muss ehrlich sein, vor 10, 12 Jahren haben wir uns natürlich auch noch anders gezankt. Das war auch ein Prozess. Also wie gesagt, unser Vater ist vor 13 Jahren gestorben. Da war der Dominik, ich war da 25. Dominik war 22, musste da schon sehr früh Verantwortung übernehmen natürlich. Mhm. Also wenn natürlich der Familienoberhaupt wegstirbt an Krebs, dann ist es schon eine harte Situation gewesen. Ja, ja. Damit muss er natürlich auch agieren. Das heißt, wir haben uns natürlich früher mehr gezankt wie jetzt. Jetzt sind wir natürlich auch im Zuge des Wachstums des Unternehmens, das ja immerhin 70 Festangestellte hat in der ganzen Gruppe und in der Hauptsaison bis zu 135 Mitarbeitern, dementsprechend natürlich auch reifer geworden und auch professioneller geworden. Natürlich auch über Mitarbeiter, die zugekommen sind, über unsere Entwicklung natürlich, über unsere Einflüsse von außen, über auch unsere Betreuung. Also wir lassen uns auch regelmäßig auch coachen, dass wir uns auch weiterentwickeln, um natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern nicht so, sagen wir mal, das klassische Familienunternehmen sein, die sich vielleicht dann einfach, wo es dann zu emotional wird. Mhm. Natürlich sind Emotionen immer im Spiel, das ist ganz normal und ist auch wichtig, weil wir sind ja kein Konzern, sondern wir sind einfach, bei uns jetzt auch noch Menschen, aber wir als Brüder, wir sind extrem gereift, also im letzten Jahr natürlich noch mehr, weil jeder von uns ist auch noch Vater geworden, innerhalb von 10 Monaten, letzten drei. Nein, und alle? Ja. Also der Nachwuchs ist gesichert, alles klar. Ja, also der Daniel hatte schon drei Kinder, also die älteste Jana ist jetzt 14, der jüngste ist 11, der Jonathan und der Julius ist 12 und wir haben jetzt, der Dominik, Chris und ich haben jetzt wirklich innerhalb von 10 Monaten halt jeder Nachwuchs bekommen und das würde dich natürlich auch nochmal reifer machen lassen und natürlich auch noch, ja, das gibt auch nochmal einen zusätzlichen Schub. Ja, klar. Also Glückwunsch nochmal für den Nachwuchs an dieser Stelle. Nicht? Also vielen Dank. Die Corona-Zeit dann bestens dafür genutzt. In der Tat. Ja, aber vielleicht da kurz ein Wort zu. Ihr seid ja relativ breit aufgestellt, wie du das gesagt hattest, eben und habt natürlich auch mit eurer Convenience-Linie beziehungsweise mit euren Suppen da auch ein solides Standbein. Hat euch Corona sehr, sehr stark getroffen oder konntet ihr da schon so ein bisschen ausgleichen? Also man muss sagen,
wenn ich jetzt noch mal kurz 12 Jahre zurückgehe, wo wir mit unserer Manufaktur gestartet haben. Die Manufaktur ist ja damals entstanden, also die Convenience-Linie, weil die auf der Schwäbischen Alb damals oder vor 30, 35 Jahren war ja wirklich noch richtig viel Schnee. Der Klimawandel hat ja leider alles verändert. Das heißt, wir haben jetzt an Heiligabend haben wir Temperaturen im Oktober drin. Es gibt keinen Schnee mehr. Aber vor Jahren war es immer so, dass wir uns finanziell die Polster aufbauen mussten, um über den Winter zu kommen. Mhm. So ist auch in vielen Tourismusgebieten gewesen. Das heißt, wir mussten damals, mussten wir wirklich gucken, das hat unser Papa immer gesagt, das hat immer auf Schwäbisch gesagt, Buben, schaut bitte, dass wir 80.000 Mark oder Euro auf dem Konto haben, um über den Winter zu kommen. Ja. Das ist aber okay. Ganz wichtig, das Fundament gegenüber den Banken auch. Und so ist auch vor 12 Jahren die Suppenküche entstanden, oder die Convenience-Linie. Denn wenn es kalt ist, wollen die Leute warme Eintöpfe und warme Suppen. Und so ist der Markt entstanden. Und dieser Markt hat natürlich jetzt im Corona drin, also seit 1. November, wo ja die Gastronomien zwangsgeschlossen worden sind, haben sie das so geholfen, dass wir alle 35 Festangestellte aus Gastronomie zu 100% bis zum heutigen Tage beschäftigen konnten. Das heißt, wir mussten keine Neueinstellungen machen, sondern jeder Mitarbeiter der Dress-Gastronomie, auch im ersten Lockdown drinne, hatte 100% Sicherheit. Und wir als Unternehmer, Gott sei Dank, es gibt ja die November-Dezember-Hilfe, hat ja auch alles gepasst, wir waren abgesichert. Und dadurch, dass der Betrieb ja eh brach lag, hatte man ja auch keine Ausgaben. Das hieß, das Wichtigste ist immer bei uns der Faktor Mensch. Ja. Denn mein Vater hatte ein Lebensmotto, das war mir ganz wichtig, im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Und das steht bei uns immer im Vordergrund, dass einfach unsere Mitarbeiter, dass es gut geht, weil die mit uns zusammen einfach das Schiff leiten sozusagen. Sag das nochmal, das Leben ist die Summe unserer Begegnungen, war das? Genau, das Lebenswort von meinem Vater war, im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Ja, das ist eigentlich, da steckt ganz viel drin, ne? Ganz, ganz viel. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, ja, ich bin ganz ergriffen, weil es wirkt bei mir noch nach. Aber es ist natürlich in der Tat so, es gibt natürlich kein besseres Gefühl, als wenn man sagt, ich kann für mein Team, für meine Mitarbeiter, für meine Familie sorgen und wir kriegen das gewuppt und hier fällt keiner aus der Kurve. Ne? Aber wenn wir nochmal zurückblicken, mein Lieber, du hast ja so ein paar Stationen absolviert, bis du dann wieder zu Hause gelandet bist nach deiner Ausbildung. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da so getrieben? Ja, also ich habe auch eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Ich war ein Jahr lang auf der Hotelfachschule, auf der Bavaria in Altötting. Das war damals eine der besten Hotelfachschulen. Das haben damals meine Großeltern, also von Gasthofseite, meiner Mutterseite, haben das damals Gott sei Dank finanziert, dass er hingehen durfte. Danach habe ich meine Ausbildung gemacht im Hochschwarzwald, in 4 Jahreszeiten am Schluchsee, ein schönes Familienhotel. Dann von da aus ganz klassischer Bundeswehr-Grundwehrdienst. Und nach dem Grundwehrdienst wurde ich nach Berlin beordert. Das war auch sehr schön, dass ich da arbeiten durfte im Ministerium. Für den damaligen Verteidigungsminister Peter Struck habe ich gekocht. Och, das macht ja auch nicht jeder, ne? Stadt. Nee, mein Bruder Daniel war vorher noch für Scharping in Bonn und ich durfte dann für Struck in Berlin sein. Ach. Und habe da mal meine 6-monatige Bundeswehrzeit verbracht in der Gästecasino des Ministers. Habe da für die ganzen Staatsgäste gekocht, Rumsfeld, Huhn, Schröder und wie sie alle hießen. Oh ja. Das fand ich eine schöne Zeit. Danach wollte ich eigentlich ins Ausland gehen, habe dann aber erfahren, ich hatte eine Zusage nach Portugal und bin nach Hause gekommen, habe dann gerade erfahren, dass der Vater Krebs hat. Mhm. Und dann habe ich alles über den Haufen geworfen. Ja. Bin dann aber auch wieder Fügung Gottes nach Aachen gekommen, in den Quellenhof, auch in ein sehr schönes Hotel, wo ich arbeiten durfte. Und von Aachen aus bin ich dann in die Traube Tombach nach Bayersbronn gelandet, wo sich wirklich dann auch mein freundschaftliches Netzwerk sehr ausgebaut hat und ich wirklich noch mit sehr vielen Kollegen von damals wirklich ein sehr enges Verhältnis habe und wirklich gut verbunden bin. Und nach der Zeit in der Traube Tombach habe ich mich noch mit der Mannschaft, mit der damaligen, rund um gerade Florian Stolte, der aktuelle Küchenchef in der Köderstube, und mit Stefan Heilemann, der jetzt ja wieder in Zürich zwei Sterne kocht. Wir sind dann nach Hamburg ins Harald Wohlfahrt Palazzo und haben noch 3 Monate Palazzo gemacht. Von Harald Wohlfahrt. Und dann bin ich nach Hause an Herd. Und habe damals, weil mein Bruder Daniel hat 2006 schon die Wimsner Höhle übernommen. Also die Wimsner Höhle ist ja die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle in ganz Deutschland. Das heißt, im Jahr fahren da so 52.000 Besucher in die Höhle rein. Also fährst mit dem Boot rein und wieder raus. Und das ist die einzige Schauhöhle in Deutschland, die mit dem Boot befahrbar ist. Und die gehört auch her zu uns dazu, als Pachtobjekt.
Und ich wollte halt damals auch von Anfang an dabei sein. Ich bin schon immer so ein bisschen so ein Architekt gewesen. Und ich wollte halt immer, dass ich von Anfang an auch mitentwickeln kann. Das heißt, ich war vielleicht kulinarisch noch nicht so ausgereift. Ich hätte können eigentlich nur andere Wanderjahre machen und in Sternegastronomie noch gehen und so weiter. Aber ich wollte eigentlich meine eigene Handschrift entwickeln und ein Teil davon sein. Ich wollte ein Teil davon sein, wenn die Familie wächst und das Unternehmen wächst, möchte ich von Anfang an dabei sein. Deshalb bin ich eigentlich mit 23 schon sehr früh zu Hause eingestiegen. Hm. Naja, aber so ein bisschen, was hast du ja gesehen auf deinem Weg? Ja, doch, ich habe einige gesehen. Ich hatte ja auch noch das Glück, dass ich damals auch noch Mitglied und auch Kapitän der Deutschen Jugendnationalmannschaft des VKDs war, also die Kölner Nationalmannschaft. Da war ich ja 4 Jahre lang auch dabei. Wir haben derzeit in der Junioren-Nationalmannschaft und auch in der Nationalmannschaft die Weltcups gewonnen in Singapur. In Moskau sind wir Sieger geworden. Wir haben in Wales gewonnen. Wir sind 2006, war ich Kapitän in den Junioren-Vize-Weltmeisters geworden in Luxemburg. Das wurde seitdem auch nicht mehr getoppt, seit 2006. Ich durfte ja damals auch, 4 Jahre lang durfte ich auch im Auftrag der Deutschen Botschaft des Auswärtigen Amtes nach Brasilien und Indien fliegen. Das heißt, ich habe immer 14 Tage lang in Brasilien 2006, 2007 habe ich für Journalisten gekocht und für Politiker. Ich habe 2008 habe ich den Turftag von Iron Maiden im Hilton in São Paulo gekocht, die zufälligerweise auch in einem Restaurant waren. 2009 bin ich dann, das war echt witzig. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich kann die Iron Maiden nicht. Also nee. Das soll jetzt nicht falsch klingen. Aber gut, die Jungs hören das ja eh nicht, aber ich bin das Restaurant gelaufen und habe gesagt, was sind das eigentlich für Langhaar-Dackel, die hier in dem Restaurant sitzen, zu meiner Dolmetscherin. Und die sagt so, ach ja, das ist so eine Band, die nennt sich Iron Maiden. Und die machen hier gerade, öffnen hier ihre Welttournee in São Paulo. Weil vorm Haus war richtig viel los. Ich denke so, was geht denn hier ab? Und ich habe noch ein ganz schönes Foto, wo ich mit Steve Harris vor mir sitze und die Jungs alle. Und ich durfte auch mit denen abends noch ein Getränk zu mir nehmen. Das war ganz, ganz cool. Da gibt es auch noch Fotos, wo ich mit Iron Maiden zusammen da eintrinken durfte. Ja. Also das kann auch nicht jeder behaupten. Und hörst du mittlerweile auch die Musik? Oder ist das nicht deine Musik? Gar nicht. Nee? Nein, was hörst du für Musik? Ich höre sehr gerne viel Deutschpop. Ja. Und internationale Musik. Ich bin da eigentlich ganz entspannt. Also so. Ich bin eher so ein Harmoniemensch. Okay, aber nicht die ganz harten Töne. Nee, das bin ich nicht. Nee, gar nicht. Was und dann wollen die langhaarigen Dackel hier? Ist auch gut. Und wusstest nicht, dass die ein paar Stunden später das große Stadion voll machen, ne? Ja, die sind abends angereist, haben einen Tag später dann das eröffnet gehabt. Ja. Und das wusste ich nicht. Also ich habe mich dann erst aufklären lassen. Und das war dann wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe dann noch 2009, habe ich dann noch Günther Oettinger, unser damaliger Ministerpräsident, habe ich nach 2008 war ich in Brasilien genau mit Iron Maiden. 2009 habe ich dann Günther Oettinger seine Abschiedsreise, bevor er nach Brüssel gegangen ist, nach Indien begleitet. Habe dann im legendären Taj Mahal Hotel auch in Mumbai gekocht mit Hermit Oberoi. Hermit Oberoi ist ja der, sag mal, Eckhard Witzigmann der Taj-Gruppe und auch Indiens. Da habe ich gern gekocht. Und 2010 habe ich dann den damaligen Staatssekretär und jetzigen Entwicklungsminister Gerd Müller auch nach Indien begleitet und habe da in erster Linie wirklich für Journalisten gekocht und habe die deutsche Küche präsentiert. Also ich war 4 Jahre lang eigentlich kulinarische Botschafter für Deutschland und habe da in Indien und Brasilien jeweils natürlich auch dann die Kulinarik ein bisschen gespielt. Genau. Wie wird man denn für sowas nominiert? Die rufen ja nicht einfach an und sagen, Herr Tress, kommen Sie mal mit nach Indien, kommen Sie mal mit nach Brasilien. Das war ja dann eher, aber so wahrscheinlich auch aufgrund deiner frühen Aktivitäten dann schon, nicht? Also da im Verteidigungsministerium und so weiter. Genau, also ich war damals ja, wie gesagt, die erste Ausflug war 2006, wo ich, das ging über den VKD damals und über die Nationalmannschaft. Hat der VKD gesagt, wir schicken unsere beiden Kapitäne. Ich war Kapitän der Jugendnationalmannschaft und Hans-Peter Tuschler, der war Kapitän der Nationalmannschaft. Und dann haben wir zusammen den ersten Auftrag gemacht. Und danach hat sich so rausgerissen, dass ich gesagt, du Simon, hast du das Bock weiterzumachen? Ich habe gesagt, ja, das ist immer schön, so einen Jahresurlaub zu machen und einfach das zu erleben. Und dann bin ich in 14 Tagen in 6 verschiedenen Städten habe ich gekocht. Das heißt, ich habe dann 2007, dann habe ich in Brasilia gekocht, ich habe in Belo Horizonte gekocht, ich habe in Victoria gekocht, in Blumenau, in Rio de Janeiro gekocht. Und das war dann immer in den Konsulaten und mein Menü blieb dann für mehrere Monate auf der Speisekarte. Und dann bin ich einfach weitergereist. Verstehe. Aber das ist schon cool, wenn man so rumkommt, oder? Ich meine, das gibt ja nicht so viele Jobs, wo man auch in so jungen Jahren dann unterwegs ist und überall mal reinriechen kann. Klar, kann nicht jeder, aber das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Das bringt einen ja auch ein bisschen, oder?
Oder hat dich das, ja, da hast du ja viel mitgenommen. Absolut, du, das jetzt 15 Jahre, habe ich vor 15 Jahren damit gestartet, wie gesagt, bis 2010. Weißt du, das war auch wieder, ich glaube, auch wieder so Fügung Gottes. Also für mich spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Und ich habe, sagen wir mal, wirklich die Welt eigentlich in sehr jungen Jahren gesehen. Mir fehlt in dem Bereich nichts. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das damals erleben durfte. Und damals hatte ich auch noch nicht so diese Verpflichtungen. Und das war nicht schön. Es war natürlich, wie gesagt, spannend. Natürlich auch die Nationalmannschaft. Weißt du, wenn du in Moskau den Gremlin Palace gewinnst und als Kapitän als erst auf die Bühne gehst und 800 Leute schauen dir zu und du kriegst einen riesen Pokal in die Hand, das macht dich schon stolz. Und wenn du eine Mannschaft führst, wir hatten damals wirklich so Jungs wie Marco Böhler, das ist der Sous-Chef von Tanja Granditz in Zürich, in Basel. Mhm. Und wir waren einen tollen Haufen. Daniel Schöfisch, der jetzt im Saarland sehr aktiv ist. Wirklich eine tolle Truppe. Und da war ich stolz, dass ich Kapitän von dieser Mannschaft war. Weil ich bin Fußballer und ich habe auch ein bisschen das Fußballgehen und die Denkweise eines Trainers. Und deshalb war das für mich natürlich, einfach, man muss sagen, eine geile Zeit. Ja, das hört man raus. Du sprühst sehr. Ich meine, du bist sowieso ein positiver Mensch, wie ich feststelle, was sehr schön ist. Und dass du da so eine Affinität zum Fußball hast oder sagen wir zum Teamsport, das hört man ja auch raus, weil du ja auch vorhin von Team und Teamaufstellung gesprochen hast. Das ist schon ganz wichtig für dich, ne? Da kann man so auch einige Analogien ziehen, glaube ich, ne? So aus dem Fußball auch in die Küche. Machst du das? Ich habe da mal sowas Leuten gehört, dass mir da jemand was erzählt hat. Ja, da hat jemand richtig geläutet bei dir. Das Thema ist, ich erzähle vielleicht auch eine kleinere negative Geschichte in der Sache. Ich war 2009, bin ich persönlich kurz vor dem Burnout gestanden, okay, weil damals ist mein Vater gestorben und ich war Kapitän der Nationalmannschaft und ich war einfach eine Egosau. Ich war eine richtige Drecksau damals. Ich war ein richtiger Choleriker. Man war einfach eigentlich nicht das, was ich jetzt bin. Und damals war schon das Thema so, dass, ja, einfach, war ich ja selber, ich muss das Fleisch würzen, ich. Und dann hatte ich Gott sei Dank eine gute Therapeutin in München, die hat mich über Teilhypnose zurückgeholt. Okay. Und hat mir wirklich diese Blockade in meinem Bauch gelöst. Das heißt, deshalb kann ich auch offen drüber reden. Ich rede da grundsätzlich offen drüber, weil ich vielleicht auch anderen Kollegen oder anderen Menschen auch damit was mitgeben kann. Das heißt, ich hatte den Schutzmantel aufgebaut und ich bin nicht angreifbar. Ich bin sowas von perfekt gewesen damals, dachte ich. Und den Schutzmantel hat sich dann über die Blockade, über Hypnose, über Teilhypnose, hat sich das gelöst. Und ich war wirklich frei. Ich war frei und habe damals auch schon gemerkt, das war dann, wie gesagt, 2010, 2011, ich muss einfach mal wieder 4 Stufen zurückgehen und es neu aufrollen. Das heißt, ich muss einen Prozess durchgehen, in dem ich im Endeffekt auch dieses Unperfekte lebe. Einfach sage, okay, wie kann ich Menschen abholen oder wie kann ich auch eine Mannschaft abholen und jeden so akzeptieren, wie er ist und ihn deshalb nach seinen Stärken und natürlich auch seinen Schwächen analysieren. Es gibt Mitarbeiter, wenn wir jetzt auf den Fußball zurückgehen, die funktionieren im Sturm und es gibt aber welche, die funktionieren nur in einer Viererkette. Das heißt, wir haben Mitarbeiter natürlich, das ist ganz normal, jeder von uns in der Branche hat Mitarbeiter, die können jetzt vielleicht keine Verantwortung übernehmen. Es gibt Spieler, die gehen über links außen und die laden aus 30 Metern den Ball ab und hauen ins Lattenkreuz rein. Aber dann gibt es auch die Spieler, die brauchen nämlich sich einen Mitspieler, um sie abzusichern. Aber da sind natürlich auch bärenstark drin. Das heißt, wenn die wissen, hey, ich habe neben mir 1-2 Leute stehen, in der Viererkette, im Mittelfeld oder in der Abwehr, dann fühle ich mich sicher und ich bringe den maximalen Erfolg für die Mannschaft. Und so habe ich eigentlich wirklich einen Bilderrahmen aufgebaut, wo ich jeden meiner Spieler platziert habe nach seinen Stärken und Schwächen und es auch dann regelmäßig ändere. Das heißt, ich kriege jetzt wieder einen tollen neuen Freispieler dazu ab Mitte Juni und dann wird die Aufstellung wieder neu aufgebaut und sage, okay, du kommst da und dahin. Und deshalb ist auch mein Konzept in der Rose eigentlich, dass wir fast über 50% Auszubildende haben. Und auch zum Beispiel das Restaurant 1950 zum Beispiel, mache ich ja nur mit Koch-Auszubildenden. Ach, ehrlich? Und zwar deshalb, es gibt keinen Sous-Chef, es gibt keinen Restaurantleiter, es gibt 2 tolle Auszubildende. Das heißt, ich habe 5 Auszubildende, 4 davon sind Abiturienten und auch Studierende, die das machen, weil das sind die einzigen, die meine DNA verstehen. Das heißt, sie kommen aus dem eigenen Stall raus, sie kommen aus der Nachwuchsabteilung sozusagen bei einer Fußballmannschaft. Mhm. Und nur die verstehen eigentlich, wie das 1950 funktionieren muss, auch menschlich. Wenn wir Köche neigen natürlich auch dazu, dass Perfektionismus uns natürlich auch kaputt macht. Ich selber weiß einfach aus Erfahrung, aus Vergangenheit, dass natürlich das 1950 deshalb so erfolgreich ist. Und das kann ich wirklich sagen, weil, wie gesagt, wir haben ja viele Kritiken über die Süddeutsche, über die FAZ, über die Welt am Sonntag, über Fokus, Spiegel. Es waren ja alle schon da bei uns. Dementsprechend auch wirklich diese Harmonie auf dem Papier gehabt, weil wir einfach auf einer Augenhöhe sind
Und es kommt daher, weil ich die DNA auch vorlebe. Und es können nur die Leute vorleben, die dementsprechend es auch täglich bei mir erleben. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Ziel hätte, das 1950 in irgendeine Sphäre zu holen, dann würde es vielleicht machen wie so ein FC Bayern und würde dann irgendwelche Starspieler einkaufen, um die besser zu machen. Aber es ist die Frage, ob es wirklich auch nachhaltiger ist und ob der Erfolg wirklich da ist. Aber das 1950 ist ein Konzept und ein Projekt, wo wir wirklich, das sind ja wirklich nur 12 Sitzplätze und wir servieren das Essen ja auch mit. Das ist eine komplett offene Küche und wir servieren das Essen, wir erklären das. Und die jungen Leute sind wissgierig. Das heißt, ich entwickle schon wieder Talente und Stars für die Zukunft im Nachhaltigkeitsbereich. Also die Leute, die sich bei mir auslernen und die sich woanders bewerben, die müsste man eigentlich mit Handkuss nehmen, weil die eigentlich die DNA von Simon Dress tragen und natürlich auch manche Unternehmen in diesem Bereich natürlich mit meinen Gedanken besser machen. Mhm. Und das ist auch meine Aufgabe als Trainer. Das heißt, ich suche mal bewusst Menschen raus. Ich suche mal keine Superstars raus, sondern ich will Superstars entwickeln. Ich will junge Leute entwickeln, dass die mal Superstars werden. Und es geht nur von der Pike auf. Und ich nehme wirklich jetzt wieder am Wochenende zum Beispiel am Pfingsten, nach jedem Service nehme ich meine, jetzt am Wochenende habe ich mit zwei Azubis im ersten Lehrjahr, habe ich kurz Pfingsten durchgekocht, mittags 70 Cover, abends 40 Cover, über super Systeme, die funktioniert haben und die anderen 5, 6 Köche hatten alle frei. Das heißt, wir haben über Systeme und über eine gute Mannschaftsöffnung gearbeitet und nach jedem Service habe ich die ins Kühlhaus geholt, habe sie analysiert, sage, hey, das war super, war stark, habe zu Pia gesagt, du Pia, super, wie du agiert hast, wie du über außen gekommen bist und der Jonas hat es abgesichert und dann habe ich ihnen erklärt, weil der Jonas muss also den Fleischpart machen und auch den Hauptkomponenten, auch im vegetarischen Bereich, habe ich gesagt, Jonas, du bist der Spielmacher. Das heißt, du musst die Pia füttern, dass sie die Tore machen kann. Das heißt, du musst ihr wirklich dieses Gemüse rübergeben, du musst die Weitsicht haben, weil du gibst das Tempo vor. Wenn der Hauptkomponent heiß ist, müssen die Bälle auch heiß sein. Und so kann man eigentlich über die Sportsprache, ob jetzt Fußball, Handball oder Volleyball, kann ich dementsprechend die Visualisierung beginnen und dem Mitarbeiter erklären, guck, so und so funktioniert es. Ja, und das ist auch ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, verstehe. Aber diese Analogie funktioniert natürlich auch, ne? Daran lässt sich das natürlich wirklich gut erklären. Aber, muss ich natürlich sagen, also erstmal Hut ab, dass du das auch so offen erzählst, wie du gerade sagst. Und natürlich da auch diesen Wandel gemacht hast. Also du sagst, vor 2009 hättest du so nicht agieren können, nicht? Das ist, da hättest du dich viel zu wichtig genommen. Und jetzt empowerst du quasi dein Team und gibst deinem Team die richtigen Ratschläge und setzt sie entsprechend ein, da wo sie eben in bester Position sind. Ich finde das toll. Und ich finde es auch so erklärt toll. Ist das so üblich eigentlich in Küchen? Machen das viele? Kennst du da einige Kollegen, die das auch so machen? Also ich weiß es nicht. Also es werden bestimmt einige Kollegen sagen, ja, das machen wir auch schon so. Ja. Aber vielleicht tue ich jetzt auch viele wieder, auch wie gesagt, mit meiner Lebensgeschichte oder mit der Sache auch inspirieren und sagen, okay, cool, das ist schön. Und deshalb bin ich dir dankbar, Boris, dass ich es natürlich auch nach außen tragen darf. Weil das ist ja das Schöne, wovon wir leben oder was unser Großvater ja vor 71 Jahren ja auch gemacht hat. Diese Gedanken. Mir geht es ja nicht darum. Und deshalb sage ich auch, weil es aus den Werten von 71 Jahren entstanden ist. Das sind ja keine Geheimnisse, die ich für mich behalten will, sondern wir wollen ja die Welt mit unserer Art ein Stückchen besser machen. Das ist ja unser Ansatz, auch mit Demeter, mit Bioland, wie gesagt, mit dem weltweit ersten Demeter und Bioland Fine Dining Restaurant. Wir sind weltweit das Erste. Und das soll nicht für uns sein, sondern wir wollen ja, dass wir Leute damit anstochen. Und wie du ja vorher schon gesagt hast, ja, dass viele Leute oder Entwickler auch zu uns kommen. Also es lassen sich natürlich viele von uns inspirieren und da sind wir sehr dankbar drüber. Denn es geht nicht darum, dass wir diese Schätze für uns behalten, was vielleicht früher in den Küchen mit Rezepten so ganz normal war, dass ja nichts raus wurde und Staatsgeheimnisse, sondern wir sind maximal transparent. Wenn man auf die Homepage des 1950 geht, dann sieht man eine Speisekarte, wo man denkt, hä, das sieht ja komisch aus, denn wir haben alle Zutaten vom ersten Gang, werden prozentual aufgelistet, wie viel da drin ist. Also zum Beispiel 22% Linsen, 13% Milch. Zu jeder Zutat bekommt der Gast sogar noch ein Kärtchen, wo auf der Vorderseite das Bild des Bauern drauf ist und auf der Rückseite die Entfernung zu 1950 und die Anbauklasse. Das heißt, der Gast geht abends mit 80 Kärtchen nach Hause. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil wir wollen die Transparenz auch wirklich transparent machen. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie was erzählen und sagen, ja, das kommt von da und da, sondern das wirklich auch fachlich fundiert hinterlegen. Das heißt, der Gast geht abends mit 70 bis 80 Kärtchen nach Hause, wo jedes einzelne Produkt abfotografiert ist. Also nicht, wenn ein Bauer Kartoffeln, Karotten und Lauch anbaut, das ein Kärtchen ist, sondern alle Kärtchen sind komplett separat. Das ist ein Riesenaufwand. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir diese Ideen gleich auf eine Ebene heben, dass es nicht verwaschen wird. Weil das ist auch das Thema bei Lokal und Regionalität und Bio, dass es einfach auch nicht verwässern. Sondern es ist gut, diesen Schatz, den wir geschenkt bekommen haben,
auch nicht irgendwie ins Verbesserte geht. Was sagst du? Nicht wir machen den Teller, sondern die Natur. Ja, genau. Das ist eigentlich so, das ist ein bisschen mein Satz eigentlich. Wir müssen einfach wieder uns lernen zu sagen, wir haben so viel Schätze in uns rum. Ich stelle mir wirklich, soll jetzt auch niemand angreifend sein, sage ja bewusst auch, brauchen wir eine Thunfischvariation in unseren Küchen in Deutschland oder lassen wir es nicht bei den Asiaten? Warum können wir das nicht mit Saibling oder Forelle machen? Die Texturen sind gleich und der Geschmack können wir auch so hinkriegen. Das heißt, ich finde, wir müssen jetzt gerade sagen, das fischige Thema, weil Fisch ist ja ein großes Thema, aber auch beim Vegetarismus. Ich finde einfach, wir müssen uns einfach wieder verorten und das kriegen wir deshalb hier so gut hin und deshalb ist auch das so mein Statement, nicht wir machen den Teller, sondern die Natur macht den Teller, weil wir einfach wieder lernen müssen, uns zu verorten. Wir müssen einfach wieder diese Schätze um uns herum in der Natur erkennen und verwerten. Und da kommen solche tolle Sachen raus. Ich frage mich bei dieser Botschaft, die da rausgeht, also an die Gäste, die natürlich da voll inspiriert rausgehen und diese Kärtchen auch gelesen haben. Du bist engagiert bei den Bio-Spitzenköchen, bei Demeter und so weiter. Siehst du denn, dass das weiter Früchte trägt, sich weiter ausbreitet, so wie du dir das wünschst? Oder welche Geschwindigkeit oder welche Intensität würdest du dir wünschen? Absolut, also das Rad dreht sich. Wenn man, sagen wir, das prominenteste Beispiel nennt, ist ja Daniel Humm aus dem 11 Madison Park in New York, der vor 2 Wochen entschieden hat, vor 3 Wochen, und der noch 3 Wochen davor Fleischgerichte auf seinem Instagram-Kanal postet hat, auf einmal auf vegan umstellt und vegane Produkte macht. Das heißt, das Rad dreht sich ja genau in die richtige Richtung. Es werden jetzt noch mehr Restaurants in Deutschland, finde ich auch schön, einfach das Fleisch zur Beilage machen. Aber wir haben Augustus als erstes Restaurant in Deutschland gemacht, zu sagen, also Fleisch zur Beilage. Und es geht in die richtige Richtung. Das Einzige, was in die falsche Richtung geht, ist das Thema Regionalität. Weil das, was ich jetzt sage, wird vielleicht erstmal jetzt einen großen Aufschlag geben. Aber regional ist für mich die größte Lüge, die es gibt. Regional ist einfach verlogen und verstunken. Hm. Punkt. Das sitzt jetzt mal, würde ich sagen. Ja, jetzt musst du aber auch aufklären. Jetzt gleich auf. Denn regional, das wollte ich auch. Regional ist kein geschützter Begriff. Das heißt, wir hatten früher noch bei unseren Großeltern, war regional noch um den Kirchturm herum. Aber wo ich mit Georg Schweißert damals das Buch 2015 gemacht habe, ging es genau deshalb darum. Das heißt, wir haben 2015 schon regional deshalb an Pranger gestellt, weil Ökotest hat 2015 125 regionale Produkte getestet. Von 125 waren wirklich nur 25 regional. Das heißt, Deutschland ist eine Region Europas geworden. Wir sind ein Bundesland Europas und Europas ist einfach ein Land in der Welt. Das heißt, regional ist, du kannst deine Kartoffeln in Hamburg anbauen und in Stuttgart verkaufen. Weil die Definition von regional ist nicht geschützt. Anders wie bei Bio und bei Demeter und Bioland. Das heißt, ich habe eine Zertifizierung, ich habe strenge Kontrollen, die wirklich, und das kann ich echt sagen, die sind hart. Man muss auch viel Bürokratie machen und ist auch gut so. Denn wo ein Richter ist, auch ein Kläger. Und im Regionalbereich gibt es einfach keinen Richter. Und deshalb wird das Thema der Zukunft sein, Bio und regional. Das wird die Zukunft sein, weil durch Bio habe ich eine Zertifizierung, die über wirklich Kontrollstellen wie Arbeitszert auch bis zu den Konventionalstrafen hochgeht, bis zum Europäischen Gerichtshof gehen kann und was viele Betriebe auch zerstören kann, wenn du natürlich auch Schindluder treiben würdest. Und deshalb wird die Zukunft nur bioregional funktionieren. Weil dann habe ich dementsprechend die Transparenzkennzeichnung. Aber wie, genauso wie regional nicht regional nur ist oder das ein ziehbarer Begriff ist, ist es ja auch bei Bio, finde ich, und glaube ich auch viele Konsumenten, auch etwas undurchsichtig bei den vielen Bio-Siegeln und Labeln, die es so gibt und die ja teilweise auch gar nicht genau hergeleitet werden können. In der Tat, also man muss vielleicht dazu sagen, alle von uns kennen vielleicht noch das sechseckige Bio-Logo. Das wurde damals von der Frau Künast auch so mit ins Leben, um halt aufzustocken. Die Regeln in diesem Bereich und die Zertifizierung sind noch sehr einfach. Das heißt, die Sprungbrett von konventionellem Bio ist einfach. Jetzt wurde dieses Blatt eingeführt. In diesem Blatt wurde jetzt natürlich noch mehr Auflagen verpackt. Das heißt, es hat sich auch schon weiterentwickelt. Natürlich das Thema, es gibt ein Naturland, das ist auch, sagen wir jetzt, auf Nummer 3, dann kommt auf Platz 2 kommt Bioland und dann kommt Demeter. Das heißt, die Vorgaben, die werden immer, immer heftiger. Das heißt, ich bin ja auch Demeter-Gärtner. Das heißt, wir haben ums Haus rum, haben wir einen riesen Garten. Wir haben auch eine Bäuerin, die unseren Demeter-Acker hat. Wir haben ja selber Demeter-Landwirtschaft dabei. Das heißt, ich bin auch Demeter-Gärtner und muss auch Brennnesselmist oder Heumist austragen. Ich muss Präparate austragen.
Das heißt, heute Mittag trägt mein Demeter-Bauer, weil ich ja keine eigene Landwirtschaft mehr habe, der seit 1952 machen die Demeter, die Familie Freitag, tragen bei mir jetzt ihren Hornmist aus. Also Horn und Mist als Präparat auf meinem Gemüse vor der ersten Ernte. Das heißt, es sind eigentlich schon wieder ganz andere Vorgaben mit Fruchtfolgen und so weiter. Es geht schon in die Anthroposophie rein. Und deshalb ist es eine Steigerung. Aber es ist mal grundsätzlich wichtig, dass wir einfach diese, und wenn es vielleicht auch noch nicht viel ist im Biobereich, jetzt bei der Hühnerhaltung hast du bei Demeter-Hühnern einen noch größeren Auslauf wie bei Bio zum Beispiel. Aber ich finde, dass wir einfach diesen Bereich auch einfach auch, meine ich, durch die Zertifizierung auch einfach für den Endkunden einfach klarer machen. Ich bin natürlich auch kein Fan davon, dass wir uns Gemüse oder Obst in Bioqualität aus dem Ausland zukaufen. Denn wir müssen eigentlich die Sachen, die wir in Deutschland haben, einfach über die Saisonalität einfach abdecken und dann auch in Bioqualität. Aber es macht keinen Sinn, in der Tomatenzeit drinne, die dann bei uns auf der Insel Reichenau oder in der Region hier wachsen, zuzukaufen, sondern müssen die Tomaten einfach dann vom Bodensee kommen. Und in der Nebenzeit gibt es einfach keine Tomaten. Aber auf der anderen Seite finde ich wichtig, dass wir den Bio-Kokosmilchbauern in Sri Lanka unterstützen. Das finde ich wichtig, weil wir können einfach keine Kokosmilch anbauen. Und wir müssen eigentlich auch entscheiden, ob wir die Kokosmilch jetzt von einem, sagen wir mal, Kokosmilch-Massbetrieb kaufen oder von einem Bauern, der dementsprechend Projekte unterstützt, über Fairtrade und so weiter. Das müssen wir entscheiden. Und das finde ich wichtig. Ich finde einfach, dass wir diese Schätze, ohne dogmatisch zu sein, auch als Endkunde so wahrnehmen, was gibt es bei uns, die Verortungen, die Saisonalität und auf das aus dem Ausland zurückgreifen, wo wir nicht die Ressourcen und auch nicht die klimatechnischen Sachen haben, da hingreifen und da Menschen unterstützen. Aber du bist auf jeden Fall überzeugt, dass es in die richtige Richtung geht, auch wenn es natürlich nicht so schnell geht, wie man sich das manchmal wünschen würde, aber die klare Tendenz ist da. Und durch natürlich Menschen wie dich, die dann als Botschafter agieren, wird das ja hoffentlich auch noch ein bisschen schneller gehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch mal ganz wertvoll, bei euch vorbeizuschauen. Ja, man kann ja bei euch ein bisschen längere Zeit verbringen, nicht? Also Restaurantäten habt ihr genug, Hotel habt ihr. Also das lohnt sich, glaube ich, mal bei euch vorbeizukommen, oder? Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Also ich würde mich sehr freuen, auch mit dem einen oder anderen Kollegen oder auch Foodie, die natürlich deinen wunderbaren Podcast hören, auch gerne auszutauschen. Bei uns sind alle herzlich willkommen und würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Dich natürlich auch, lieber Boris. Ja, also wäre auch ein großes Anliegen. Ist fest eingeplant für diesen Sommer. Ja, und wer das nicht schafft, der, du hast es vorhin schon erwähnt, kann sich ja schon mal mit dir befassen oder mit dem, was du tust in deinen Büchern. Genau, also ich habe auch, das war auch vielleicht in meiner Sturm- und Drangzeit, ich habe von 2010 bis 2016 habe ich in 6 Jahren 5 Kochbücher geschrieben. Ja. Das macht auch kein normaler und deshalb werde ich auch keine Bücher mehr schreiben, weil ich manchmal doch dann ins Extreme gehe. Das heißt, ich habe angefangen 2010 mit die neue schwäbische Küche. Das ist so ein Mix gewesen aus Schwäbisch und Einflüsse international. Dann wurde ich ein bisschen konkreter, als 2012 mein Buch Die Landküche rauskam. Es war auch witzigerweise 2012 oder grundsätzlich das erste Baukastenkochbuch. Das heißt, du hast einen Hauptkomponent gehabt, 3 Beilagen oder 3 Gemüse, die dann dementsprechend kombinierbar waren. Das heißt, aus diesem Buch konntest du oder kannst du jetzt noch 1144 verschiedene Ableitungen von Gerichten kochen. Wow. Also ein Baukastenmodell. Das gibt es also. Die Landküche ist ein Baukastenkochbuch von 2012. Dann kam 2014 gerade mein Freund Georg Schweizer zur Hochkonjunktur der veganen Küche das Buch Fleisch raus mit über 400 Seiten und 22 Rezepten. Da haben wir wirklich das ganze Tier auseinandergenommen, gerade mit Georg Schweißer, das ist auch ein Bruder in Geiße von mir und ein sehr enger Freund. Die Schweißers haben ja die Hertha-Dynastie früher gehabt und haben ja jetzt in der Nähe von München die Gutshornhausen und das Thema Hermannsdorf Landwerkstätten. Mhm. 2016 kam dann das Lokalprojekt raus, wo wir, wie gesagt, 11 Monate lang durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist sind, was man jetzt noch angucken kann auf YouTube, diese ganzen Stories, wo wir gemacht haben. Und 2016 kam noch mein Buch Echt Schwäbisch raus, die Hommage an meine Heimat. Mhm. Genau, das war's. Und du hast gesagt, das reicht jetzt, da machen wir nichts mehr. Wer weiß, was da noch kommt. Ne? Wir gucken mal drauf. Aber ansonsten findet man dich ja auch häufiger im Fernsehen. Da bist du ja auch regelmäßig aktiv. Was muss man einschalten, wenn man dich sehen möchte?
Genau, also ich bin wirklich bei meinem Haus- und Familiensender, dem SWR. Das ist wirklich so eine jahrelange familiäre Sache, die ich einmal im Jahr, einmal im Monat mache. Das nennt sich Kaffee oder Tee. Das beginnt ab 17 Uhr, meistens Dienstag. Jetzt bin ich dann am 9. Juni wieder da und koche da einfach was Schönes. Das ist für mich irgendwie immer so einmal raus aus meinem kleinen gallischen Dorf und dann ans große Baden-Baden fahren. Ja, sehr gut. Kommt mal raus. Apropos, du kochst was Schönes. Hast du denn so ein kleines Lieblingsrezept jetzt aktuell, wo du sagen würdest, das gibst du heute mal preis zum Nachkochen? Ja, ich habe genau vor mir liegen sogar mein Lokalbuch und das Lokalbuch hatte ja auch letztes Jahr im Juni ein bisschen was und da haben wir eine schöne kalte Kartoffel-Meerrettichsuppe gekocht in Fitznau mit Unterstützung von Jungs aus dem Parkhotel mit dem Patrick Mahl und dem Christian Nickel zusammen auf der Reise. Auch das kann man als Video angucken. Und ich habe da, wir haben da eine tolle Himbeer und Tomate gemacht. Und zwar haben wir einen Himbeeressig, so 250 Gramm, haben wir einkochen lassen, haben Tomate danach dazugegeben, ein bisschen mitschmoren lassen, haben noch ein paar frische Himbeer danach reingelegt, etwas Honig und etwas Salz. Das heißt, wir haben wirklich so einen Mix gemacht aus Himbeer und Tomate, auch in diesem 15-Kilometer-Radius und hat nur ein bisschen Salz mit reingemacht. Was ich jetzt gerade als super erfrischend finde, zum schönen Ziegenkäse zum Beispiel passt es wunderbar oder auch ein bisschen als Salat oder als kleiner Dip, passt es nicht wunderbar zusammen. Oder wir haben es gerade zu einer Kartoffel-Meerrettich-Suppe gemacht, passt auch super rein. Und wie geht die Kartoffel-Meerrettich-Suppe? Klingt nämlich super. Ja, also die Kartoffel-Meerrettich-Suppe ist auch wieder in der ganzen Sache, wo wir auch mit den 15 Kilometern gemacht haben. Wir haben mehlig kochende Kartoffeln hergenommen, wir haben etwas Blütenhonig-Balsamessig hergenommen, eine Meerrettich-Wurzel, haben es dann mit Wasser gekocht, haben die Kartoffeln dann weich gekocht, haben frisch gehobenen Meerrettich dazugegeben, haben es etwas mit Blütenhonig-Balsamessig etwas verfeinert, um eine leichte Säure und Süße zu bekommen und haben es dann noch ein bisschen getoppt mit Naturjoghurt. Und zum Schluss etwas Salz. Und so haben wir eigentlich wirklich eine ganz einfache, schnelle Suppe gekocht. Also wie gesagt, kochende Kartoffeln mit Wasser, also Mineralwasser, etwas Meerrettich drin, etwas Naturjoghurt für den Fettgehalt kann man auch weglassen, das ist auch eine reine vegane Suppe, etwas Balsamessig, Salz und da passen natürlich die Tomaten-Himbeer-Creme oder Chutney ganz wunderbar dazu. Boah, klingt super, ne? Und geht ja auch relativ fix, oder? Geht wunderbar, ganz einfach, ja. Ja, kann man mal gut nachkochen. Und ansonsten bei dir im Buch. Simon, mein Lieber, für mich bist du ein Pionier. Und bei all dem, was du mir gesagt hast oder uns eben erzählt hast, du bist ein Vorreiter. Das ist aber auch nicht schlimm, sondern das ist gut. Wir brauchen solche Coaches. Und ich finde auch ganz toll, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, wie du sagst. Und auch, dass 1950, wenn es denn auch ja gerade, du sagtest gerade 2020 im August eröffnet wurde, dass das gleich so viel Resonanz bekommen hat. Und das ist doch toll und das sagt auf jeden Fall, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber das braucht man dir, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ja, vielen lieben Dank, Boris. Ja, danke. Ich bin ja, wie gesagt, wir sind weiterhin demütig. Wir arbeiten weiter vor uns für die Sache weiter. Es entstehen gerade viele neue, interessante Projekte. Da darf ich noch nicht drüber reden. Aber, Jetzt wird es spannend. Doch, lass mal was raus. Kann ich wirklich, wirklich klar nicht. Aber es wird wieder eine deutschlandweite Innovation sein. Es wird noch ein paar Monate dauern, noch circa jetzt genau noch 11 Monate, aber es wird auf jeden Fall ein Riesenaufschlag sein. Und wie auch mit dem 1950 werden wir auf einmal da sein. Und dann freue ich mich, vielleicht reden wir dann nächstes Mal darüber. Wir behalten dich alle im Auge, da kannst du gewiss sein. Du hast mir vorhin das Lebensmotto deines Vaters erzählt. Hast du auch eins oder ist das auch deines? Das ist auch meins. Also ich wiederhole es nochmal sehr gerne, weil das habe ich auch jetzt im Lockdown drinne auch an unseren Kamin im 1950 einspachteln lassen. Ja. Genau dieses Zitat, weil das trifft eigentlich auch diesen Ort. Ich wiederhole es nochmal sehr gerne. Im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich viele Begegnungen wünschen, um unser Leben wirklich auch inspirieren zu lassen und so auch weiterzuwachsen. Lieber Simon, ich freue mich über diese Begegnung, die wir heute hatten, auch wenn es aus der Ferne war. Aber ich glaube, ich werde mal ganz schnell bei dir vorbeikommen müssen demnächst. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch, sehr inspirierend, sehr offen. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie und mach weiter so. Und wir gucken genau auf dich, was du in 11 Monaten machst. Vielen Dank, lieber Boris. Ja? Vielen Dank für das tolle und wirklich erfrischende Gespräch. Danke, danke. Vielen Dank. Alles klar, danke schön.
Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Ich wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.